Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroIP und ich begrüße euch zurück zum Finale von Let's Play Mega Man X8. Wundert euch nicht, warum jetzt hier Zero steht und Sigma an einer anderen Stelle steht. Aufnahmeprogramm abgeschmiert. Hoffe, es schmiert nicht nochmal ab. Ansonsten sage ich das hier alles umsonst und ja, wir haben gerade Sigma geplättet. So, ich hoffe jetzt, das Aufnahmeprogramm verreckt nicht schon wieder. Ja, sonst kann ich den Kampf nochmal machen. Und alles bis dahin auch. Dankeschön. Okay, selbst wenn jetzt hier die Aufnahme wieder abschmiert, weil immer zwischen den Sequenzen vor oder danach scheint das Programm immer abzuschmieren. Also wenn das nach dieser Sequenz hier abschmiert, ist das nicht schlimm. Oh, Lumine. Are you okay? Am I okay? Of course. Also bringst Lumine. Now that you've defeated Sigma, I suppose you're satisfied. Thanks to you, the plan has gone smoothly. But Lumine, weren't you just used by Sigma? Used? I don't think so. You see, he merely helped my plan along. The new generation Reploids have been awakened. And the new world is at hand. Okay, nicht abgeschmiert, gut. Dann komm mal her. Du. Sie. Lumine. So, und der Kampf ist jetzt nicht so prickelnd, oder heißt ja prickelnd, aber nicht so nett, weil sie kann die Fähigkeiten aller anderen Mavericks einsetzen und das ist nicht so toll. X hat wieder voll AP, das heißt, ich kann ihn wieder abusen hier. Oh, warte mal, ist das auch anfällig gegen die Schwächen? Nö. So, die Dinger macht man mit Blitzen super weg. So, was machst du jetzt? Oh nein! Oh. Dark Mantis. Aua. Ich weiß gar nicht. Ich muss jetzt mal warten, bis sie ihre neue Dingens einsetzt. Oh nein. Bis sie ihre neue Fähigkeit einsetzt. Aua. Boah. Boah, nicht schlecht. Hallo, könnt ihr auch mal aufhören zu kommen? Die sind immer noch. Oh nein, den Angriff kann ich nicht ausweichen. Was? Du hast den Angriff abgebrochen. Warum? Oh, jetzt macht sie das. Muss mal gucken. Na, aua. Hast du gleiche Schwächen? Ich glaube nicht. Au. Ach du Kacke. So, ich hoffe, ich kann nach diesem Kampf hier noch mal einen Cut machen. Ich glaube, da werde ich auch machen, weil dann habe ich wenigstens, wow, wie viel Zitaten ab. Dann habe ich wenigstens hier schon mal, wie viel Zitat ab. Wie viel Zitat auf einmal ab? Oder schaffe ich den Endkampf vielleicht auch noch hinterher? Oh mein Gott, das hat mich beinahe getötet. Das hat dich getötet. Geil. Lumine, what are you doing? Don't tell me you've gone Maverick too. So, und wisst ihr was? Bevor wir in den letzten Kampf gehen, mache ich hier noch einen kleinen Schnitt. Aber ich hänge den nächsten Kampf natürlich dann direkt hier an, aber wenn jetzt hier wieder die Aufnahme abspielt, dann kann ich den Kampf wieder neu machen und darauf hätte ich dann wieder keinen Bock. Also, so, da bin ich wieder. Hat ja nicht lange gedauert, ne? Weiter im Text. Lumine, was machst du da? Chips we new generation Reploids possess?
They were derived from data from hundreds of old model Reploids. That means, of course, that Sigma was also included in the mix. Do you understand what I'm getting at here? Copy chip? Sigma? Does that mean that I'll go nuts like he did? Sorry, but prototypes like you don't have the specs to cause something like that. Besides, was Sigma really crazy? Fragezeichen? But he had his reasons. The rest of us new Reploids could turn like that at any moment. This decision to wage battle against the old world was made consciously. In other words, we possess the power to go Maverick at will. X, do you really have what it takes to stop us? You're merely tools of the humans, tools of the old world. You think you can stand up to those of us who have evolved this far? The world is changing. Therefore, it's only natural that evolution take its course. Now line up to be exterminated! Oh, das hat was von einem Bitch Slap. Don't let him get to you, X. He's the enemy. Ja? Enemy, ally. This issue isn't so black and white. Reploids, along with humanity, have irrevocably changed. The nature of their existence has also changed. You are not needed in our new world. You can babble all you want, but we're not gonna let you get away with this. Jetzt treten wir dir in den Hintern. Und die Aufnahmen spackt nicht ab. Ich danke irgendjemanden da oben. Der Typ, der über mir wohnt. So. Natürlich, wie jeder Final Boss, hast du eine Engelform. So, jetzt glaubt man aber bloß nicht, dass ich mal Zero so in den Kampf schicke. Heile dich, danke. So, mal gucken, ob ich den auch noch schaffe. Oder sie. Bin mir immer noch nicht sicher. Geh weg. Ich habe noch in Erinnerung, dass er sie es noch verdammt miese Ausweichdinger hatte. Ja, daran erinnere ich mich noch. Aua. Verdammt. Voll die Toro-Action hier. Au. Oh, ich habe auch noch getroffen. Ey, was gerade da? Kann ich überhaupt? Ja, ich kann hier runterfallen. Ey, hat die sowas hier noch einbauen, ne? So. Irgendwie habe ich den Kampf. Oh Gott. Geht's noch? Oh, ah. Wie soll ich denn, wenn die so klein sind, ausweichen? Aua. Aber ich finde ehrlich gesagt, der Endboss ist irgendwie einfach. Ich hatte ihn irgendwie schwieriger in Erinnerung. So, Ja, irgendwie schaffe ich den Kampf hier. So, ah, nee, die kommen jetzt gleich auch noch wieder hoch, ne? Aua, ey. Ey. Aua. Mann. Warte, komm her. Was zum? Ich habe mal links geschossen und irgendwie getroffen. Okay. So, jetzt wird es aber ein bisschen ernster. Jetzt wird es nämlich dunkel. Jetzt muss ich sie erledigen, oder es.
bevor es ganz dunkel wird. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden habe ich überhaupt Zeit. Mach dich auf. Und zack. Und das war's. Du bist Geschichte. Jetzt gehörst du zum alten Eisen. Games. Das ist ja unglaublich. Aber die letzten Worte von Lumine hören wir uns im wahrscheinlich letzten Part an von Let's Play Mega Man X8. Denn ich mache hier nochmal einen Cut. Bis später.